Und weiter geht es auf unserem wilden Ritt durch die Geschichtsfälschung. Neben der astronomischen Methode zur Datierung von Wandmalereien und Bibeltexten benutzt Fomenko eine mathematisch-statistische Methode, mit der er die Regierungszeiten antiker Herrscher vergleicht. Sehen wir uns einige Ergebnisse an. Hier ist ein Vergleich der Herrscher und ihrer Regierungszeiten im 2. und 3. Römischen Reich. Beide Epochen zeichnen sich durch die gleiche Anzahl an Herrschern, mit beinahe identischen Regierungszeiten aus. Der durchschnittliche Zeitunterschied liegt bei 333 Jahren. Nur ein Zufall? Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Das biblische Königreich Judäa und das Oströmische Reich. Wieder sind die Regierungszeiten der Herrscher praktisch identisch. Der Zeitunterschied beträgt im Mittel 1260 Jahre. Anglia und das Byzantinische Reich zur ungefähr gleichen Zeit. Und als letztes Beispiel, das Russische Reich und die Habsburger Dynastie. Es existieren Dutzende weitere Duplikate in der offiziellen Geschichtsschreibung. Der Historiker Clarence Darrow meint dazu, die Geschichte wiederholt sich, das ist eine der Sachen, die an der Geschichte falsch sind. Tatsächlich wissen wir nichts über die Ereignisse, die weiter als etwa 1000 Jahre zurückliegen. Wie die künstlich verlängerte Geschichte erstellt wurde, möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Der Name des berühmten griechischen Philosophen Platon ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Platon soll von 428 bis 347 vor Christus gelebt haben. Obwohl er zu Lebzeiten sehr berühmt gewesen sein soll, verschwanden seine Schriften und Lehren, laut offizieller Geschichtsschreibung, für mehrere Jahrhunderte komplett von der Weltbühne. Wiederbelebt wurden sie erst im 3. Jahrhundert nach Christus vom Neoplatoniker Plotin. Beachten Sie, dass die Namen Platon und Plotin praktisch identisch sind. Und auch mit Plotins Schriften, die Kopien von Platons Schriften gewesen sein sollen, passiert Gleiches. Plotin stirbt und mit ihm seine Ideen. Im 15. Jahrhundert, 1200 Jahre nach Plotin, taucht ein Gemistopleton auf. Der Name Gemisto stammt vom lateinischen Wort geminus ab, was Zwilling oder Ebenbild bedeutet. Und genau das ist Platon, das Ebenbild Platons. Die bis heute erhaltenen Manuskripte Platons tauchen zum ersten Mal im 15. Jahrhundert auf, zur Zeit Platons. Das liegt daran, dass Platon,
oder jemand, der unter diesem Pseudonym schrieb, der wahre Urheber der Schriften Platons war. Pliton lebte und wirkte in Florenz, dem damaligen kulturellen Zentrum Italiens. Diese von den Strozzi und Medici beherrschte Stadt ist der Ursprungsort für annähernd die gesamte erfundene griechische Geschichte. Die Strozzi und Medici sind übrigens zwei Familien, die durchaus zu den astrologischen Verschwörern gerechnet werden können. Sie unterhielten Schriftsteller, die unter falschen Namen Werke schrieben, die dann als antike Manuskripte angepriesen wurden. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist der Almagest von Claudius Ptolemäus. Dieser gilt als größter Astronom der Antike und wir wissen über das geozentrische Weltbild der Griechen und Römer Detailliertes nur aus seinem Werk, das um 140 nach Christus geschrieben worden sein soll. Der amerikanische Astrophysiker Robert Newton untersuchte die astronomischen Darstellungen im Almagest auf ihre Stichhaltigkeit und fand heraus, dass die Beobachtungen Ptolemäus unmöglich vor dem 12. Jahrhundert gemacht werden konnten. Die früheste bekannte Ausgabe des Almagest stammt aus dem Jahr 1609. Wir haben hier somit die gleiche Situation wie mit Platons Schriften. Sie verschwinden für weit über 1000 Jahre spurlos und tauchen plötzlich im 15. bis 17. Jahrhundert als Neuausgaben auf, ohne dass jemand freilich die antiken Originale zu sehen bekommen hätte. Robert Newton schrieb, Ptolemäus ist auf keinen Fall der größte Astronom der Antike, sondern der erfolgreichste Betrüger in der Geschichte der Wissenschaft. Die Wahrheit ist, dass all die antiken Werke in der Renaissance geschrieben wurden. Diese ist keine Wiedergeburt der Antike, wie die Bezeichnung nahelegt, sondern die eigentliche Renaissance der Zivilisation. Die überlieferten Dokumente wurden vom 14. bis 17. Jahrhundert gefälscht und dann von Chronologen wie Scaliger und Petavius zur heute behaupteten antiken Geschichte zusammengefasst. Dr. Gabowitsch schreibt, historische Ereignisse, die vor dem 13. Jahrhundert stattfanden, können nicht mehr rekonstruiert werden, da alle älteren Dokumente zerstört und durch Fälschungen ersetzt worden sind. Der russische Soziologe und Schriftsteller Professor Alexander Zinoviev meint sogar, die gesamte Geschichte der Menschheit bis zum 17. Jahrhundert ist eine Fälschung von globalen Ausmaßen, eine Fälschung so absichtlich wie sie universal ist. Aufgrund der angestrebten Kürze der Darstellung kann nicht ausführlich auf dieses interessante Thema eingegangen werden. Sind lediglich einige der vielen Tatsachen, die beispielhaft für die Probleme der Geschichtsschreibung sind. Die Grundlage für die Errichtung eines Weltreichs wie das angebliche Römische Reich ist erst einmal die genaue Kenntnis des Territoriums. Es werden präzise Karten benötigt, um Handel und Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Was wir jedoch finden, ist, dass die ersten bekannten Karten, die aus dem 15. Jahrhundert stammen, kaum diese Bezeichnung verdienen. Es sind ausnahmslos krude Skizzen, die an Kindermalereien erinnern. Eine Orientierung an diesen primitiven Karten ist unmöglich. Wir hätten zum Beispiel die angeblichen Kreuzfahrer, die aus ganz Europa zusammengezogen worden sein sollen, das tausende Kilometer entfernte Jerusalem mit solchen Karten finden sollen, das Jerusalem, welches zu jener Zeit sowieso noch gar nicht existierte. Erst im Laufe der Zeit entwickelten sich genauere Karten und dieser Fortschritt ging einher mit den Fortschritten in praktisch allen wissenschaftlichen und technischen Bereichen. All das beginnt erst mit der Renaissance. Der russische Schachweltmeister und engagierte Historiker Dr. Garry Kasparov schrieb, die ersten Karten erschienen etwa im 15. Jahrhundert, aber diese Karten waren von solcher Art, dass man sie besser nicht ansah, denn wenn man ihnen gefolgt wäre, hätte man im nächsten Sumpf versinken können. Und was Informationen bezüglich der großen Welt angeht, die gab es überhaupt nicht. Ernsthafte geografische Karten, nach denen man reisen konnte, erschienen ungefähr am Ende des 16. Jahrhunderts. Wie auch bei den literarischen Werken gibt es bei den historischen Karten viele Fälschungen. Zum Beispiel existieren professionell erscheinende Karten des Globus, die zur gleichen Zeit entstanden sein sollen wie die Kinderkritzeleien des 15. Jahrhunderts. Diese Karten sind eindeutig Fälschungen, denn zum angeblichen Ursprungsdatum war der Sextant, der unbedingt nötig ist, um Weltkarten zu erstellen, noch gar nicht erfunden. Dieser wurde nämlich erst 1699 von Isaac Newton erfunden. Alle Weltkarten, die aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert stammen, müssen daher Fälschungen sein.